Hallo, hier ist der 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema: Wann verkauft man Goldaktien optimal? Disclaimer. Wann verkauft man Goldaktien optimal? Wenn Goldaktien ausbrechen, ist es nicht einfach, den höchsten Kurs beim Ausstieg zu erwischen. Insbesondere wenn man in mehrere Hochpotenzialaktien investiert ist, dann werden alle nicht an einem Tag ihren Kurs, höchsten Kurs erreichen. Aus der Vergangenheit können wir aber etwas ableiten, das uns Hinweise gibt, wann der Gesamtsektor am höchsten ist. Goldaktien steigen mit Silberstab an. Das haben wir bereits richtig analysiert und in einigen Videos dargestellt. Da wir jetzt wieder eine solche Situation erwarten, können wir uns vorstellen, dass Goldaktien ein erstes Hoch erreichen, wenn Silber auf ca. 40 Dollar steigt. Um eine Verhundertfachung von Goldaktien zu bekommen, muss man natürlich am Boden eingestiegen sein, so wie in den letzten Monaten es diese Gelegenheiten gab und immer zum Teil noch gibt. Wann verkauft man Goldaktien optimal? Nochmal. Okay, wenn Silber der Schlüssel ist, sollten wir davon ausgehen, dass Junior Penny Goldaktien beim Knacken der 30-32er-Marke bereits 10-Bäcker gebracht haben. Man hat also dein Depot verzehnfacht. Penny Goldaktien sind aber immer noch günstig, wenn sie immer noch im Bereich von 10, 30 oder 50 Cent liegen. Wenn Silber dann relativ zügig auch die 40-Dollar-Marke erreicht, dürften sich die immer noch im Depot befindlichen Goldaktien dann ein weiteres Mal verzehnfachen, sodass man insgesamt vom Kaufzeitpunkt aus 100 Bäcker hat. 100 Bäcker sollte man verkaufen. Manchmal gibt es auch weit höhere Kurse. Das ist aber bei Einzelaktien schwer vorhersehbar, weshalb auch das Risiko ebenfalls weiter steigt. Möglicherweise kommt es im Bereich 40 Dollar auch zu einer starken Korrektur. Silber könnte wieder um 10 Dollar fallen. Goldaktien würden die meisten Gewinne wieder abgeben und sich vielleicht mehr als halbieren. Die Schwierigkeit liegt aber bereits darin, den Verkauf jeder einzelnen Aktie zu timen, denn die Höchstkurse werden nicht an einem Tag erreicht. Darum sollte jeder versuchen, dann Aktien zu verkaufen, wenn er der Überzeugung ist, dass eine Aktie bereits sehr gut gelaufen ist. Es wird also vor und nach laufende Aktien geben. Ein gutes Gespür ist hier also sehr wichtig. Wir können keine Empfehlung geben, wann und welche Aktie verkaufen soll, da wir selbst nicht wissen. Wir wissen nur, dass wir am besten vor der Korrektur verkaufen sollten, statt in fallende Kurse. Auch dann, wenn eine Aktie nach dem Verkauf weiter steigen kann, ist es sicherer, früher als zu spät zu verkaufen. Denn genauso schnell, wie sie steigen, fallen die Goldaktien auch. Ja, Verkaufszeitpunkt der Goldaktien früher als das Silber. Am Beispiel der Goldaktienrallye von 2008-2011 können wir Folgendes ableiten. Silber stieg bis Anfang 2008 auf ca. 20 Dollar und fiel dann in der Finanzkrise auf ca. 10 Dollar. Kurz darauf bildete sich mit dem Anstieg eine V-Formation und Silber war wieder bei 20 Dollar. Stieg dann auch bis 2010 auf 30 Dollar und bis April 2021 auf 50 Dollar. Der Höhepunkt der Junior-Goldaktien GDXJ aber war aber bereits erreicht, als Silber im Dezember 30 Dollar erreichte und dann korrigierte. Zwar zogen mit Silber dann nochmal die Aktien weiter mit nach oben, aber das Hoch von 2010 wurde dabei nicht wieder erreicht, obwohl das manche vielleicht so gesehen haben wollten oder gar noch auf höhere Kurse setzten, als Silber 50 Dollar erreicht. Erst als Silber es dann nicht mehr schaffte und immer weiter fiel, wurde klar, dass die Rallye erst einmal beendet war und die Korrektur über 4 Jahre dauert und wir nach 12 Jahren immer noch auf einen Silberanstieg Richtung 50 Dollar warten müssen. Ja, hier ist die Kernaussage, wenn dann Silber, wie gesagt, spiked, wirklich im Kaminanstieg befindet, kommt irgendwann vorher das Gold- und Silberaktien hoch. Das ist entscheidend. Wir vermuten, dass es diesmal bei circa 40 ist. Hier wurde gerade gesagt, dass es quasi bei Silber um die 30 bereits war. Und dieser Anstieg von Silber von 30 auf 50 Dollar, die gar nicht mal stark beeinflussen konnte. Das dürfte dieses Mal auch sein, dass die Gold- und Silberaktien ihren Höhepunkt haben, bevor Silber den Höhepunkt erreicht.
vielleicht. Das ist die Vermutung, dass das dieses Mal auch so sein wird. Ja, gehen wir von dem gleichen Szenario aus, könnte Silber nach seiner letzten Korrektur von 30 Dollar auf unter 20 den nächsten 10-Dollar-Anstieg auf 30 bis 32 und weitere 10 Dollar auf 40 bis 42 genau das wiederholen, was 2010 bis 2011 passierte. Dann würden Goldaktien ihr Hoch bei 40 Dollar erreichen, stark korrigieren und anschließend Silber auf über 50 bis 60 Dollar anstiegen, bei Goldaktien der Hebel raus wäre und neue Hochs auch nicht mehr möglich wären. Wir müssten also einen idealen Ausstieg ab 35 bis 32 Dollar suchen. Anschließend, wenn das alles gut geklappt hat, können wir sogar die Korrektur von 42 Dollar auf 32 nutzen, um physisches Silber zu kaufen. Denn unter 30 Dollar wird man sehr wahrscheinlich nicht mehr bekommen und es ist wichtig, sein Fiat-Geld in physische Edelmetalle umzutauschen. Denn Bankenkrisen und steigende Inflation würden das geworbene Vermögen mit Sicherheit wieder auffressen. Jeder muss also schauen, dass er mögliche Preisspitzen erwischt, gegebenenfalls Stopplos einsetzt und nachziehen, sodass mögliche Abstürze ausgestoppt werden oder man höhere Kurse direkt verkauft, mit denen man sehr zufrieden ist. Ja, also nochmal, also vermutlich steigt jetzt Silber über 28, 32, Auslöser dann 35, 42. Möglicherweise gibt es dann einen Spike auf 58 oder so. Aber die Goldaktien haben, wie wir hier gerade beschrieben haben, möglicherweise bei 52 ihren maximalen Punkt verhältnismäßig zum Silberpreis und Goldpreis schon getan, sodass man die verkaufen kann. Also möglicherweise sogar vor der absolut finalen Spitze. Das ist nur eine Vermutung, basierend auf den alten Beobachtungen von 2011. Ja, hier geht es um einen Goldprojektgenerator in Alaska mit moderatem Risiko aus meiner Sicht. Die explodieren in der Nähe von Fairbanks, Alaska, nach Kupfer und Gold und verfügen über zwei Projekte. Sie verfügen über 3 Millionen Unz mit niedrigem Gehalt und weiterem Entwicklungspotenzial. Dann haben, also das eine Projekt ist das sogenannte Golden Summit-Projekt. Angezeigte Mineralressourcen von 1,3 Millionen, 0,6 Gramm Tonnen Gold und abgeleitete Mineralressource von 1,5 Millionen Unzen und 0,69 Gramm pro Tonne. Eine Lebensdauer der Mine von 24 Jahren mit einer jährlichen Spitzenproduktion von 185.000 Unzen und einer durchschnittlichen jährlichen Goldproduktion von 96.000 Unzen. Ja, es werden auch noch weiteres Potenzial für eine Erweiterung vermutet. Dann haben Sie noch Schott Creek Gebiet. Also hier sehen Sie auch, das ist der Titania Goldbelt, Goldgürtel sozusagen. Der zieht sich hier von Alaska bis in den Yukon hier rein. Hier ist dieses Fairbanks und hier sind Ihre zwei Projekte. Ich meine, auf der Karte sieht das klein aus, aber allein dieses Shorty Creek von Fairbanks auf 125 Kilometer entfernt. Ja, in meiner Meinung ein sehr interessantes Objekt. Schon mal sehr heftig auf also auf ein besseres Klima am Goldaktienmarkt reagiert. Sie sehen das 2020, wie das mit einmal hier auch im Grunde genommen, hier war die Corona-Krise, konnte man teilweise hier noch für 3, 4 Cent einschlagen und dann sie sage und schreibe auf 1,75 gestiegen und seitdem im Grunde genommen in der Korrektur. Und jetzt würde ich eigentlich mal annehmen, dass jetzt sowas Ähnliches passiert, nur mit anderen Zahlen. Das heißt, vielleicht schießt die ganz schnell wieder zu den alten Höhen, also richtig bei richtig 2 Dollar. Das wären zumindest ein Vierbäcker. Und wenn dann die Goldmania so richtig losgeht, ist meiner Meinung nach 3, 5, vielleicht am Ende ein Wert zwischen 5 und 10 Dollar ist denkbar. Bei zum Beispiel Gold 2400. Ja, meiner Meinung nach ein interessantes Unternehmen, das sich man auf alle Fälle angucken kann. Ist ein sehr gutes Rechtsgebiet mit Alaska. Es ist weiteres Explorationspotenzial. Das Chart sieht gut aus. Meiner Meinung nach keine schlechte Aktie. Und um diesen kommenden Gold- und Silberboom zu spielen mit Goldaktien. Wie gesagt, wie immer keine Kaufempfehlung, aber es geht hier darum, einfach interessante Projekte hier zu visualisieren.
ja, generell nochmal einige Aussagen, was wir von Gold erwarten. Gold hat zeigt ein Chartverhalten aus, ähnlich der 1970er Jahre. Damals ist Gold dann hier, Sie sehen es auf der linken Seite, innerhalb von einem Jahr, als, sage ich mal, Tasse mit Henkel hier erfüllt worden ist, in einem Jahr von $200 auf 850 gestiegen. Genauso sieht es heute aus, würde theoretisch bedeuten, dass es ja einfach von 2000 auf $8.500 schnell steigen könnte. Das wäre absolut gigantisch. Sagen wir nicht, dass es kommt, aber sowas in der Art kommt vielleicht. Es kommt auf alle Fälle irgendein Goldboom. Wir vermuten ja irgendwo vielleicht Gold 2400 und dass eben Silber die $50 jetzt in der nächsten Phase erreicht. Aber trotzdem, rein grundsätzlich, sieht es eigentlich sehr gut aus für den Goldpreis. Und es ist eben wirklich vergleichbar mit den 1970er Jahren. Ja, also jetzt, darum geht es uns ja auch. Es geht hier um den Silberspike, den wir erwarten, in Richtung $50, vielleicht drüber Dollar. Das ist damals eben 2011 in 8 Monaten passiert. Und wir hatten ja gerade erklärt, dass es im Prinzip an dieser Stelle hier, wo Silber bei 30 war, schon im Prinzip optimal war, sozusagen auszusteigen. Da ab irgendeinem Punkt, also im Grunde sind Goldaktien sowas wie die Vorstufe. Also wenn jetzt dieser Bullenmarkt dann beginnt, reagieren erstmal überproportional die Goldaktien, Penny-Stocks-Aktien, die offensichtlich in Dollaraktien oder mehr verbinden. Und der Silberpreis ist noch gar nicht so stark gestiegen. Also das Ganze findet im Vorfeld ab. So war es auch damals. Und damals war eben schon bei $30 Silber das Minenhoch erreicht. Und das vermuten wir, das hat man ja gesagt, vermuten wir hier in unserem Fall bei $42. Und jetzt steigt der Silberpreis vermutlich in der kurzen Spitze irgendwo ein Wert zwischen über 55, 58, 60, who knows. Das Ganze dürfte dann auch wieder auch mit einer heftigen Korrektur einhergehen. Aber Sie sehen in solchen kleinen Phasen hier auch allein 2021, wie Goldaktien reagieren können. Von 2 Cent auf 36 Cent innerhalb von ein paar Monaten gestiegen, alle Gewinne wieder abgegeben, hat sich mehr als stabilisiert. Die Aktie ist jetzt, glaube ich, wie bei 7 oder 8 Cent und dürfte meiner Meinung nach einen ähnlichen Kaminanstieg wieder hinlegen. Wie gesagt, das ist nichts Ewiges, das Ganze läuft in Spike und das ist die große Kunst, idealerweise in der Nähe dieser Spikes zu verkaufen, also wenn die Euphorie am höchsten ist. Und sowas in der Art erwarten wir eigentlich wieder. Ja, Goldaktien sind immer noch extrem günstig, das liegt einfach, ist wenig zu erklären. Hier ist der sogenannte Goldaktien Index dividiert durch Gold und daran sieht man, dass Goldaktien seit 1996 im Bärenmarkt sind, jetzt einen Boden gefunden hat und die Statisten denken, dass es jetzt brachial Jahre oder jahrzehntelange Unterentwicklung jetzt innerhalb weniger Monate beendet werden. Deswegen könnte man auch davon sprechen, dass möglicherweise die größte Goldaktienrallye aller Zeiten liegt. Oder einer der signifikanten Finanzereignisse auch aller Zeiten, könnte man sagen. Auf der anderen Seite haben wir hier nochmal das Verhältnis von Junior- und Senior-Aktien und wir konzentrieren auf Junior-Aktien, diese im Verhältnis zu Senior-Aktien massiv unterbewertet. Auch das könnte eruptiv beendet werden, wie es jetzt schon mal im Jahr 2001, 2002 passiert war. Und das war auch eine äußerst lukrative Zeit, in Penny-Stocks-Aktien zu investieren sein. Also das könnte jetzt bevorstehen, deswegen ist das so interessant. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3 ist einfach nochmal, dass man darüber nachdenkt, je mehr die Goldaktien ab irgendeinem Punkt steigen und die Gewinne eben der Goldunternehmen, das könnte Begehrlichkeiten bei den produzierenden Ländern, bei den Politikern auslösen und das könnte beeinträchtigt werden und die könnten der Rallye früher oder später ein Ende setzen. Das ist noch nicht so weit. Momentan freut man sich doch über Arbeitsplätze, aber wenn dementsprechend die groß gestiegen ist, sollte man daran denken, vielleicht den Markt zu verlassen. Und natürlich unser eigenes Finanzsystem hat natürlich auch die eine oder andere Schwierigkeit. Man muss immer mehr Gelder in die Hand nehmen und Banken zu retten und das immer nur für immer kürzere Zeiten. Das ist nichts Nachhaltiges. Also das führt nur zum Einschluss, dass man selbst eine Bank werden muss und mit Hilfe der Goldaktiengewinne hoffentlich jetzt in dieser schwierigen Zeit mehr finanzielle Mittel zu haben. Weil man das kann es einfach verkaufen, man kann physisches Gold und Silber zu kaufen und sie können eben, wie wir ja hoffen, noch mehr Gold und Silber kaufen. Das wäre zum Beispiel der Nutzen von Goldaktien in dieser Situation. Ja, also hiermit ist gemeint,
Man muss einfach die Ereignisse, so wie sie vor uns liegen, nüchtern analysieren und um nicht davon Opfer zu werden, sondern versuchen Gewinne. Und jetzt haben wir einfach das Phänomen, diese exorbitanten unterbewerteten Goldaktien. Das wird sich irgendwann lösen und Gold und Silber muss dazu nicht viel steigen. Das ist dann quasi, dieses Ereignis ist dann sozusagen zu Ende. Und dann kann man davon zum Beispiel mehr physisches Gold und Silber machen, das dann auch nochmal einen Höhepunkt erreicht. Und das Ganze könnte man rekonvertieren dann am sogenannten Höhepunkt, am ökonomischen Nullpunkt, wenn normale Standardaktien und andere Vermögenswerte super billig sind. Und die müsste man dann aufkaufen. Und wenn wir das verbinden und multiplizieren, könnte es halt zu dem Phänomen kommen, dass man, wenn man 200 Dollar in Goldaktien investiert und dann Gold und Silber und dann reinvestiert in Top-Aktien, Top-Fonds oder andere Assets, könnte man langfristig aus 200 Dollar 1 Million Kaufkraft generieren. Und das ist natürlich gerade von dieser enormen Unsicherheit, von denen wir hier stehen, ist das natürlich aus meiner Sicht die Antwort. Und man kann beliebig viele Investmentketten machen. Man kann wirklich an häufigen Stellen jetzt hier 200 Dollar und sowas investieren, einfach hinsichtlich der langfristigen Sicht. Und Sie müssen sich bewusst sein, in den 1970er Jahren, 1980er Jahren hätte das funktioniert. Hätten Sie in den 70er Jahren diesen Goldaktienboom investiert und dann diese Gewinne damals in Berkshire Hathaway oder andere Topfonds oder andere Topfirmen in der Masse investiert. Also sage ich mal, im Schnitt hat man sein Geld mit diesen Goldaktien vielleicht aus 100 Euro oder 1000 Euro mal vielleicht Faktor 100 wäre das hochgegangen, hätte man 100.000 Euro und dann diese 100.000 Euro hätte man investiert dann in Fonds etc., wenn der nächste Zyklus nach der Inflation beginnt und es hätte sich dann langsam auf 5 Millionen raufgeschraubt. Es hätte funktioniert und das motiviert mich, über sowas zu sprechen. Natürlich sind möglicherweise die Ungleichgewichte wesentlich größer. Das heißt, wenn die sich entladen, können sie mehr runterreißen, schließlich zu einer ziemlich langen Bankenschließung oder who knows was machen. Deswegen würden wir halt empfehlen, wenn jetzt die Goldaktien steigen, doch zu 95% aus den digitalen Werten rauszugehen. Aber trotzdem, wenn der Goldaktien dementsprechend hoch ist, das werde ich persönlich dann auch machen, mich um die Aktien des nächsten Trends und Top-Fonds und Top-Aktien kümmern. Also da ist dann kein Ende in Sicht. Aber Goldaktien sind dann einfach nicht mehr billig, so wie sie es jetzt sind, und dann ist das Ereignis vorbei. Aber trotzdem würde ich dann die Gewinne hauptsächlich im physischen Metall oder anderen Sachwerte machen und dann Step by Step mit zunehmender Stabilisierung des Währungssystems dementsprechend Assets dann kaufen. Und das muss man aber natürlich noch genau beobachten und genau das werde ich dann auch tun. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen eben diese Goldaktien mit hohem Potenzial zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko das Ganze zu sortieren. Eine Exit-Strategie haben wir auch entwickelt. Was kauft man eben, wenn dieser Inflationsboom sozusagen vorbei ist? Ja, wir berechnen Potenzialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Anzahl der Unzen, Länderrisiko etc. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Also die sind immer an Gold und Silber gekommen. Genauso leicht ist der Verkauf, könnte vielleicht in gewissen Situationen die Alternative zum Händler sein. Auch sehenswert meines Erachtens, das Unternehmen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, das würde dem Algorithmus helfen, die Aufmerksamkeit für das Video zu steigern. Mal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.